blendend. Und wenn du jetzt wahrscheinlich die Überschrift liest, denkst du dir bestimmt Spiritualität, oh mein Gott, Buddhismus, vielleicht denkt ihr auch an Sekten, also an eine Sekte, vielleicht denkt ihr auch an, ja, etwas total Übertriebenes, vielleicht denkt ihr auch irgendwie, dass ich bescheuert wäre, was weiß ich, auf jeden Fall bedeutet es das alles nicht, ja. Das möchte ich nämlich heute einmal klarstellen. Spiritualität bedeutet einfach nur, dir selbst bewusst zu werden. Dir als Mensch, dir selbst bewusst zu werden, wer du wirklich bist. Dein wahres Ich vielleicht rauszufinden, deine wahre Bestimmung. Zu wissen, was du alles kannst, was alles möglich ist. Deine Fähigkeiten zu erkennen und vor allem auch zu merken, was das alles Cooles auf sich hat und was es alles so Unglaubliches gibt und so weiter. Es bedeutet, eine Art Glauben zu entwickeln, ein Glauben an dich selber. Das ist wichtig, an dich selber. Und dieser Glaube lässt dich hoffen, dieser Glaube motiviert dich, dieser Glaube ist einfach so stark, weil du weißt, wofür du gemacht bist, weil du weißt, dass du nicht aufgeben musst, weil du weißt, dass du dafür gemacht bist und dass es eintreten wird. Und es bedeutet, sich auch mit dir zu beschäftigen und sich darüber bewusst zu werden, du selbst zu lernen und wirklich zu erkennen, welcher Mensch du bist, der hier auf der Erde ist, um etwas zu tun. Also welcher Mensch du wirklich bist, um der Erde oder um, ja, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Also dir darüber bewusst zu werden. Und es bedeutet nicht keine Ahnung. Es bedeutet einfach nur, sich mit dir selbst zu beschäftigen und ja, auch deine Seele zu entdecken. Zu entdecken, was du wirklich alles kannst. Und ja, wofür du hier bist. Und das ist einfach eine tolle Aufgabe. Und das ist nämlich ziemlich wichtig. Und weshalb dieser Glaube einfach, also an dich selber, so wichtig ist, weil er dich nicht aufgeben lässt und weil er dir hilft. Und deshalb ist es auch wichtig, so einen Glauben zu entwickeln und deshalb mache ich das Video auch, um einfach zu dir klar zu machen, ja, das ist was ganz Normales. Das ist so, das sagen auch Oprah Winfrey und Dr. Wayne Dyer, dieser Glaube ist einfach nur, dir selbst bewusst zu werden. Und dann fängt der Spaß richtig an, weil du erkennst, was alles möglich ist, wie du die Person sein kannst, die du sein möchtest. Und das ist alles so unglaublich und aufregend. Ich bin immer noch am Staunen, was mal alles schaffen kann. Und es ist unglaublich und das möchte ich dir einfach nur zeigen, dass das nichts, keine Ahnung, zu esoterisches ist oder was weiß ich. Nein, es ist einfach nur auch sich mit dir selbst zu beschäftigen und ja, der Mensch zu werden, der du wirklich bist. Und das ist sehr wichtig auf dem Weg, sich das zu leben, zu erschaffen, was man will, denn man muss sich vorher erstmal klar werden, was man überhaupt will und wozu man überhaupt hier ist, um sich das Leben zu erschaffen, was man will. Und deshalb ist es sehr wichtig und deshalb wollte ich das unbedingt, dieses Thema ansprechen. Also mach dir keine Sorgen, es ist etwas ganz Normales. Dich mit deiner Seele zu verbinden, also dich mit dir selbst zu verbinden, diesen Glauben zu entwickeln, ein Glaube, der dich wirklich nicht aufgeben lässt und ein Glaube, der dir hilft, um du selbst zu sein und das Leben zu erschaffen, was du willst. Und etwas ganz Normales und viele sagen, ja, Glaube,
Es ist aber kein Glaube, weil ich würde sagen, Glaube ist, das Wort dafür ist viel zu schwach. Es ist einfach so. Also Spiritualität, es ist einfach so. Es ist, dass du an dich glaubst, an deine Fähigkeiten und dich selbst entdeckst. Und dich selbst entdecken, dazu gehört auch so ein bisschen auf seine Seele zu hören und lernen, ja, seine Seele zu entdecken und sich damit mit dem Ursprung sozusagen zu verbinden. Also du kannst es Gott nennen, Liebe, Quellenenergie, höheres Selbst, Universum, ist eigentlich auch vollkommen egal. Auf jeden Fall nur zu wissen, wer du wirklich bist und alles mitzunehmen und der Mensch zu werden, der du sein möchtest, mit diesem Glauben an dich selber. Das bedeutet Spiritualität und ja, wer ist es gar nicht? Das möchte ich unbedingt angesprochen haben und ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ich liebe euch alle, fühlt euch gedrückt, fühlt euch umarmt, fühlt euch geliebt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.